aus glatt, mach noch glatter. Einmal Gesichtserneuerung für Sophia Wollersheim, bitte. Ja, so sah Sophia mal aus. So sieht sie jetzt aus. Und so soll das Ganze noch werden. Heute werde ich hier meine Wangenknochen aufspritzen lassen. Also, dass sie schön voll werden wieder. Vielleicht hier die Mundwinkel noch ein bisschen, hier vielleicht noch ein bisschen Botox, dass wenn ich lache, dass das ein bisschen schöner aussieht. Das sieht kein Mensch, dass da Botox drin ist, aber ich weiß es. Und hier diese Zornesfalten, ne, die müssen weg, weil irgendwann, wenn ich älter bin, dann bleiben die und dann ist es nicht mehr schön. Na, dann immer rein mit der Nadel. Ein bisschen schmerzhaft wirkt das aber schon, oder? Ja, also das ist sehr unangenehm und man kann nicht wirklich sagen, dass das wehtut, weil sie hat echt eine richtig gute Betäubung hier. Also weiter im Programm. Ein paar Stiche zwischen die Augen, in die Wangen und fertig. Hier im Direktvergleich, Sophia vor und nach der Beauty-Behandlung für Fortgeschrittene. Ich bin total zufrieden. Jetzt sieht man hier genau diese Abgrenzung von den Wangen. Ja, das ist schon ordentlich, ne? Wenn das alles jetzt noch weggeht und ein bisschen geliftet wird. Also ich bin so glücklich jetzt. Zumindest vorerst. Der nächste Termin steht nämlich bereits jetzt in Sophias Kalender. Achtung, Liebeskummer-Spoiler. Hollywood-Newcomer Jack Rayner ist der Frauenschwarm der neuen Transformers. Zur Berlin-Premiere kommt er aber nicht alleine. Erzähl doch mal, Jack, wer ist denn die hübsche Frau an deiner Seite? My fiancée Madeline. Verlobt? Mit jungen 22? Kein Wunder. Das irische Model mit dem bezaubernden Lächeln macht Jack einfach schwach. Und wann wird denn geheiratet? Well, we haven't got our date locked in yet, but hopefully we'll be in the next year or so. Eine solche Frau sollte man auch nicht zu lange warten lassen. Dann mal los zum Traualtar, ihr beiden. Huch, mit wem schmust Justin Bieber denn da? Mit Räuberhut, Sonnenbrille und Smartphone zeigt sich der Teenstar auf der Skate-Jam-Party von Chris Brown und lässt bei einem unbekannten Rollergirl nichts anbrennen. Dabei berichten US-Medien doch seit Tagen fleißig, der Bieber ist wieder wunschlos glücklich mit On-Off-Freundin Selena Gomez. Dann wären diese Streicheleinheiten und vor allem dieser Kuss an die hübsche Unbekannte aber nicht die feine biebersche Art. Wow, wer versteckt sich denn da in Charlotte Kalinders Tasche? Es ist Simba, König der Chihuahuas. So ganz geheuer scheint dem Kleinen der Red Carpet aber nicht zu sein. So, er ist noch ein bisschen schüchtern, er ist ja auch noch Baby. Früher waren Hunde an bestimmte Dinge gewöhnt. Ja, sei es jetzt irgendwie Lalülala, Rettungswagen und Tralala und verrückte Paparazzi, wie wir sie hier finden, desto eher gewöhnt sie sich dran. Tja, kleiner Simba, da musst du jetzt wohl durch. Und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal.